was die Erkenntnisse aus der Hirnforschung wert sind, das entscheidet sich in dem Moment der Wahrheit an den Touchpoints eines Unternehmens. Und wenn ich Touchpoint sage, dann spreche ich nicht von Kundenkontaktpunkten. Ich spreche nicht von Kontaktpunkten, weil Kontakt, das hat für mich so was Technokratisches, so was Kühles. Und heute sind wir ja in einer ganz anderen Welt unterwegs. Ich spreche deswegen von Berührungspunkten. Berührungspunkte, an denen sich die ganze Emotionalität von Kaufen und so weiter zeigt. Und die Menschen von heute, die Kunden von heute, über die wir schon viel gehört haben, die sich ja so gewaltig verändert haben, die müssen wir anders verhalten. Hard Selling ist definitiv aus dem letzten Jahrhundert, heute ist Soft Selling angesagt. Und in dieser neuen Welt, wir sprechen ja nicht mehr von Web 2.0, seit Siri und dem Siegeslauf des mobilen Internets sprechen wir ja von Web 3.0. Da haben sich die Machtverhältnisse komplett verändert. Das Reh hat heute die Flinte in der Hand. Unternehmen wurden vom Jäger zum Gejagten. Aus der Weisheit der Vielen ist eine Macht der Vielen und aus der Weisheit der Freunde ist eine Macht der Freunde geworden. Und in diesem neuen Szenario müssen wir uns den sogenannten Sales Funnel noch einmal ganz neu anschauen. Ja, hier haben wir das Übliche, das kennen Sie schon, Pre-Sales-Aktivitäten und dann sagt der Kunde irgendwann, ja, ich will, und dann kommen die Nach-Sales, die Loyalty-Aktivitäten. Die Frage ist nur in diesem neuen Szenario, was muss wichtiger sein? Beides ist wichtig, natürlich. Was muss wichtiger sein? Aus Sicht des Unternehmens, was ist meistens das Wichtige? Die Pre-Sales-Aktivität. Da sind die Unternehmen noch Jäger und sie müssten längst Heger und Pfleger sein, weil wir sind in einer neuen Welt unterwegs, die nicht nur 3.0 ist, sondern wir sind in übersättigten Märkten unterwegs, die wir haben alles. Wir verkaufen in volle Kühlschränke, in volle Bäuche, in volle Kleiderschränke. Das Wollen muss heute angeregt werden. Und dann verkaufen wir in weniger Kundenherzen hinein. Aufgrund der demografischen Situation muss heute die Loyalität im Vordergrund stehen. Das wissen wir theoretisch. Der durchschnittlich loyale Kunde ist der größte Schatz eines Unternehmens. Und die Wirklichkeit, die sieht noch ganz anders aus. Das Jagen steht im Vordergrund. Und das ist auch ein bisschen menschlich. Ja, wenn wir in das Private hineinschauen, stellen wir uns mal einen Junggesellen vor. Haben wir hier auch zufällig einen Junggesellen? Wir brauchen einen Junggesellen. Ja, jetzt zeigt mal jemand auf. Na doch, drei auf einmal. Mein Gott, ich habe die Qual der Wahl. Ja, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ralf. Darf ich Ralf zu Ihnen sagen? Ja. Ralf, ich bin die Anna. Ja. So, wir stellen uns einmal vor, Ralf sei ein paarungswilliger Junggeselle. So, die Not ist groß, Frühling ist auf, was macht er? Geht er auf eine Party? Und nun wissen wir, jeder von uns hat immer ein Beuteschema. Spätestens seit Boris Becker wissen wir, jeder hat immer ein Beuteschema. Ralf, Sie haben sicher Ihres perfekte Molekularstruktur. Er zeigt sich von der besten Seite. Eine junge Dame fühlt sich angesprochen. Man tauscht die Nummern aus und jetzt geht das Schicksal seinen Gang. Der Ralf entdeckt Blumengeschäfte. Kuschelwochenende, Kreuzfahrt vielleicht schon wieder Kreuzfahrt in die Südsee von so viel Kompetenz und Charme überwältigt, sagt Schatzi Mausi eines Tages, ja, und dann ist Hochzeitstag. Und wie sagt die Braut, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Das heißt, von da an geht's. Und so geht uns als Kunde eben auch. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Als Bestandskunde ist man auf einmal zweiter Klasse. Was war das für ein Verb? Kaum ist die Tinte trocken, hat das heiße Verb ein Ende. Ja, zuerst wurden wir von der A-Mannschaft betreut. Die A-Mannschaft, das waren die Helden vom Dienst. Ja, die Top, die Starverkäufer, super Entlohnt, super Image, die Start des Unternehmen noch die Zeugnis. Und kaum haben wir den Vertrag unterschrieben, wurden wir zwangsweise ans Backoffice verfrachtet. Das heißt Hinterzimmer, Backoffice. Und dort wartet auf uns die B-Mannschaft.
Und wenn wir ganz viel Pech haben, dann werden wir zwangsversorgt mit den sogenannten Leihsklaven, ja, die in Callcentern arbeiten, die die Hühner auf der Stange setzen, wo die Bezahlung mies und die Wertschätzung gering und die Frustration hoch und die Fluktuation riesig ist. Und genau so kommt das dann an Kunden an. Und weil wir uns als Bestandskunde nicht gelegt und gepflegt fühlen, machen wir uns von dannen. Und neuerdings erzählen wir eben der ganzen Welt, wie es um sie steht. Das heißt, heute muss die Loyalität in den Vordergrund rücken. Und das aus vielen Gründen heraus. Der Hauptgrund ist allerdings folgender. Ich muss ihre Leistung kennen, um sie anderen schmackhaft zu machen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Da gibt es die Mundpropaganda. Und dann gibt es das Weiterempfehlen. Und da gibt es einen Unterschied. Mundpropaganda, die kann ich machen. Hast du schon gehört? Stell dir vor, was ich gerade erlebt habe. Mundpropaganda setzt vielleicht bei Begeisterung ein für die Weiterempfehlung. Die Weiterempfehlung ist so wertvoll, weil die impliziert den Handlungshinweis. Und ich kann es dir wärmstens empfehlen. Und das solltest du kaufen. Und das wäre genau das Richtige für dich. Und diesen Handlungshinweis, den kann ich erst aussprechen, wenn ich Vertrauen zu ihnen erfasst habe. Und dazu müssen sie mich zweimal, dreimal, viermal fasziniert, begeistert und niemals enttäuscht haben. Weil Vertrauen ist ein zartes Pflänzchen, braucht lange zum Wachsen und ist in Sekunden zerstört. Und ich stehe mit jeder Empfehlung, stehe ich mit meinem guten Namen dafür. Ich kann mir mit jeder Empfehlung Freunde, aber auch Feinde machen. Und ich will mir Freunde. Und deswegen empfehle ich sie nur, wenn sie wirklich fantastisch, gigantisch sind. Und warum ist das Weiterempfehlen als Erweiterung des Sales-Funnels so wichtig? Weil am Anfang eines Kaufinteresses steht heute in allererster Linie wiederum Mundpropaganda. Und Weiterempfehlen, warm, word of mouth. Und da gibt es diese magische Zahl, die ist gerade wieder mal rausgekommen, Sie haben die vielleicht gelesen. Und die Zahl ist 90, 64, 33. Was ist 90, 64, 33? Wer weiß zufällig, von welcher Zahl ich da spreche, von welcher Untersuchung? Das ist die Nielsen-Untersuchung. Und die hat für dieses Jahr herausgefunden, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz sind die Zahlen fast überall gleich. Zu 90% vertrauen wir dem, was Menschen aus unserem unmittelbaren Umfeld uns erzählen. Die Empfehlung über den Gartenzaun, die nach wie vor die größte Wirkung hat. Und zu 64% glauben wir dem, was Menschen uns im Internet erzählen. Und nur zu 33% vertrauen wir den Hochglanzbroschüren und den Verkäufergeschwadern der Anbieter am Markt. Und wenn die Zahlen doch so sind, dann müssten sich die Unternehmen doch viel, viel mehr mit Word of Mouth beschäftigen. Am Anfang und am Ende eines Verkaufsaktes sollte Mundpropaganda stehen. Und wenn wir jetzt nur ein bisschen Google lauschen, die sprechen an dieser Stelle von dem Zero Moment of Truth. Das ist dieser erste Moment der Wahrheit. Weil wir gehen nicht auf ihre Webseite, um uns über sie zu informieren, sondern wir befragen die Menschen in Google. Und die sagen uns Like oder Dislike, zuraten oder abraten. Und die Zahlen, die sich dann ergeben, die sind gewaltig. Bei vielen Produkten, gerade technischen Produkten, wissen wir das. Wir haben vor, Produkt A zu kaufen und gehen mal kurz im Internet surfen, mal gucken, was andere zu Produkt A sagen und was es noch gibt. Und weit über 50% ändern ihre Meinung. Das heißt, wenn im Web ihr Mitbewerber, ihr Mitbewunderer am Markt, hatten sie, glaube ich, gesagt, wenn der ja bessere Bewertungen hat, also mehr Menschen hat, die Fans sind und Fürsprecher sind, dann haben sie alles verloren. Und in der Hotellerie gibt es auch dann Zahlen dazu, ja, 20%. Ja, 20% aller Gäste, jeden fünften Gast, verlieren heute schlecht bewertete Hotels alleine durch die Zero Moments of Truth, alleine durch das Internet. Und die größte Gefahr ist, ohne es zu wissen. So, das heißt, wir müssen heute den Sales Funnel ganz anders bespielen als noch vor ein paar Jahren. Und wenn wir das jetzt wieder in Touchpoints darstellen, da haben wir die Influencing Touchpoints, wir haben die Pay Touchpoints und wir haben die Earn Touchpoints. Und viele Unternehmen sind eben noch viel zu sehr auf der Pay-Seite unterwegs, was erstens unglaublich teuer ist.
was zweitens die meisten Ressourcen beansprucht und was drittens die Kunden gar nicht mehr so sehr wollen. Und bei den Take-Pay-Touchpoints, da fehlen uns oft ein bisschen Emotionen, da entsteht dann dieser Teufelskreis, weil wenn ich nicht gut fürs gute Gefühl habe, dann muss es wenigstens billig sein. Und das sagen wir auch Trostpreis. Und so trösten wir uns dann mit Billigpreisen und Sonderangeboten über einen Mangel an Emotionen hinweg. Das heißt, heute müssen wir uns vielmehr mit diesen emotionalisierenden Earned Touchpoints beschäftigen. Also, was haben wir bisher? Den Zero Moment of Truth. Und jetzt bringe ich einen zweiten neuen Begriff ins Spiel. Weil wenn wir doch wissen, und all diese Erkenntnisse aus der Hirnforschung, die durch ihre Bücher und viele Hirnforscher und viele andere Arbeit ja nun wirklich allgemeingut geworden sind. Wenn wir dann wissen, dass die Emotionen kaufauslösend sind, dann müssen wir uns endlich auch mal von diesem alten Begriff USP trennen. Sondern dann müssen wir dann eben auch die Emotionalität damit einbauen. Und deswegen spreche ich vom UESP, von der emotionalisierenden Alleinstellung. Und viele Unternehmen haben das natürlich schon verstanden. Also gerade mal ein Beispiel aus der Praxis. Wir sind ja hier in der Automobilwelt zu Gast. Was ist denn das Auto in Wirklichkeit? In Wirklichkeit ist das Auto das moderne Reittier des Mannes. Auf der Autobahn gehen wir wilde Tiere jagen. So, der Erste, der das verstanden hat, BMW. Das verkauft ihm BMW. Heute, ist es ein gutes Gefühl? Ja. Ist BMW billig oder teuer? Teuer. Emotionen dürfen kosten. Und ist BMW erfolgreich? Ja. Die emotionalsten Unternehmen sind meistens teuer und die erfolgreichsten Unternehmen. Und dann könnten wir uns auch anschauen, was ist es für eine Freude bei BMW? Bei BMW, das ist so eine Heldenfreude. Eine Heldenfreude, eine ganz besondere Art von Freude. So, Audi, was verkauft uns Audi? Das verkauft uns Audi, Vorsprung. Vorsprung, meine Herren. Vorsprung, Erster sein, Sieger sein, Bester sein. Ist das was? Ja, also das ist so ein Virus, der ganz, ganz stark die Männerhirn flutet. Da können die ja nichts dafür, meine Damen. Die sind quasi so auf die Welt gekommen. So, und Audi kapitalisiert das. Und wenn wir uns jetzt nochmal angucken, wo kommt denn Audi her? Ist noch gar nicht so lange her. Ja, Mann mit Hut, so was komisches Gehäkeltes hinten auf der Ablage und so ein Wackeldackel. Erinnern Sie sich noch? Und dann kam Vorsprung und auf einmal ist Audi ganz weit nach vorne geschossen. So, das beste Beispiel von allem ist natürlich Porsche. Der Ex-Vorstand von Porsche hat einmal gesagt, ich arbeite im tollsten Unternehmen der Welt. Wir stellen etwas her, was wirklich niemand braucht. Und jeder will es haben. Porsche ist 100% Emotion und Porsche ist 90% Männeranteil. Und da sagt man noch jemand, Männer und Emotionen geht gar nicht. Man muss einfach nur wissen, wo man sie am Belohnungsnukleus Accumbens berühren kann. So, ja, und dann gibt es noch einen Spezialfall. Und dieser Spezialfall, es ist das emotionalste Auto der Welt. Ich spreche von Mini. Zielgruppe Frauen und Herren eines gewissen Alters, die sich junge Damen zur Zielgruppe machen. Nadine, der Mini als Lockvogel. So, was verkauft uns Mini? Also wenn die Zielgruppe Frauen ist, dann können wir mit Vorsprung gar nicht so punkten, weil